So, und das Spiel der Runde ist natürlich das Grazer Derby. Und dieses Grazer Derby ist ein ganz besonderes, denn es ist das letzte, das im Casino-Stadion gespielt wird. Denn mit der kommenden Saison übersiedeln ja die beiden Grazer Großclubs wieder in das Liebenauer Stadion, in das neue Liebenauer Stadion. Und wir haben uns dort ein bisschen umgesehen. Am 9. Juli macht Graz den Schritt in eine neue Fußball-Ära, zumindest was die Sportstätte betrifft. Das Arnold Schwarzenegger Stadion Graz-Liebenau wird nach 2,5 Jahren Bauzeit eröffnet. Ein Schmuckkästchen um 300 Millionen Schilling, in dem sich die Präsidenten der beiden Grazer Clubs schon jetzt gerne umsehen. Und es ist, gemessen an den eigenen Plätzen, wohl eine andere Fußballwelt. Welche Eindrücke haben die beiden Herren da beim Lokalaugenschein? Gibt es so etwas wie die Vorfreude auf das neue Stadion? Ich würde fast sagen, überschwängliche Freude, denn eine so eine Anlage, davon kann man wirklich nur träumen. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir das schönste Stadion in Österreich haben und ich habe bereits meinen Meldezettel schon ausgefüllt, ich werde hier wohnen. Wohnen kann man höchstens im Stadionturm. Die durchwegs gedeckten Tribünen bieten aber immerhin 15.500 Besuchern Platz. Wohl ausreichend für die Meisterschaftsspiele von Sturm und GRK in einer Art Doppelpass. Wird es also hier einen Hausherrn geben? Ich betrachte es eigentlich als Heimstätte von Sturm, weil wir ja mehr Zuschauer haben als der GRK. Weil wer weiß, wie lange der GRK noch existieren wird, weil wie lange wird Fischl das noch machen? Auf die Aussage kann ich eigentlich nur lachen, denn während Sturm Graz das Geld sündhaft teuren Stars nachgeschmissen hat, haben wir einen jungen Mann als Star verkauft, viel Geld gemacht und wir werden relativ schuldenfrei in einen Sommer gehen, wogegen die anderen wahrscheinlich nicht einmal ihre Miete zahlen können. Den Graben ums Spielfeld gibt es schon, wollen wir also nicht neu aufreißen. Die Miete an die Stadt beträgt übrigens 65.000 Schilling pro Match. Doch eines stimmt, seit Sturms schönster Mann wieder zu Hause ist, läuft das Spiel, gerade rechtzeitig vor dem letzten Derby. Naja, warst du schon, seine Mitspieler sind auch schöne Männer und schauen Sie, dein Derby hat ein eigenes Gesetz, es wird schwer, ich weiß es. Es wird nicht nur schwer werden für Herrn Katnick und Sturm Graz heute. Wir werden Ihnen heute einen Teufelstanz bereiten und Sie können davon ausgehen, dass wir, wenn wir nach Liebenau kommen im Sommer, als Nummer 1 in Graz nach Liebenau kommen und auch hier hoffentlich die nächsten 10 Jahre nicht verlieren. Genug der Spitzen, genug der Andeutungen. Schauen wir uns einmal die Aufstellungen für dieses Derby an. Der GRK. Mit Manninger im Tor, sein letztes Derby, bevor er nach England übersiedelt. Die beiden Manndecker sind Pötscher und Brunners, das ist ein bisschen überraschend. Und Brunners wird es mit Ivica Vastic zu tun bekommen. 5 Mann im Mittelfeld und die beiden Sturmspitzen, die heißen Ramusch und Wieger. Das bedeutet Sabitzer weiterhin auf der Bank. Die Mannschaft von Puntigamer Sturm. Im Tor Sidorczuk, das ist klar, Hieden als Libero, das ist ein wenig überraschend, Prilasnik links im Mittelfeld, Dove der offensivste Mittelfeldspieler und Bürk und Vastic heißen die beiden Sturmspitzen. Ja, und dieses 157. Derby, das ist natürlich vor allem für Puntigamer Sturm interessant, denn seit 1989 hat Sturm kein Derby mehr gewonnen. Allerdings, die letzten 3 Derbys in dieser Saison, die endeten alle unentschieden. Der GRK verteidigt noch dazu einen ganz großartigen Heimrekord. Als einzige Mannschaft der ersten Division hat der GRK noch kein Heimspiel verloren. Sturm verzeichnete dafür schon vor dem Anpfiff ein besonderes Erfolgserlebnis, denn Ivica Vastic unterschrieb bis ins Jahr 2002. Und damit hat Sturm eben die Gelegenheit, rund um Vastic für die Jahrtausendwende eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Riesenstimmung im Casino-Stadion beim Farewell, was das Derby betrifft. Einmal wird der GRK in der Meisterschaft hier noch spielen. Stimmung ist toll, 8.500 Zuseher bedeuten Frühjahrs-Saisonrekord für den GRK. Voraussetzungen für ein gutes Derby sind gegeben. Es ist nicht mehr so heiß, Wolken sind aufgezogen, die Schwüle hat etwas nachgelassen, gutes Fußballwetter, gute Bedingungen und ein in der Anfangsphase gleich recht spielfreudiger GRK. Beim GRK Rajkovic und Dem nicht dabei. Und wie gesagt, Brunners spielt gegen Vastic. Bei Sturm musste noch umgestellt werden. Erste Möglichkeit hat hier Strafner. Bei Sturm musste umgestellt werden. Neukirchner ist an eitriger Angina erkrankt und
damit die Umstellung vielleicht ungewohnt mit Hiden als Libero. Und da bekommt Vastic den Ball an die Nase, aber manchmal wird man da jetzt so richtig munter, so schlimm war es nicht. Alles kann weitergehen. Stürmt die Mannschaft in den dunklen Dressen, etwas defensiv von Beginn an eingestellt, kommt selten aus der eigenen Hälfte raus. Respekt ist groß vor dem GAK, kein Wunder, wenn man so lange nicht gewonnen hat. Dann Flanke zur Mitte und Burg ist völlig frei und lässt diese tolle Möglichkeit, die sich für ihn hier eröffnet hat, aus. Gute Chance für Pürk, aber ein schlechter Kopfball hier zum Abschluss. Schauen Sie, er kommt völlig frei an den Ball und trifft das Tor nicht. Dann wieder der GAK, der das Mittelfeld relativ schnell überbrückt und seine beiden schnellen Spitzen, Ramusch und auch Wieger, sorgen für einige Schwierigkeiten. Sidorczuk war ja ein guter Kauf bei Sturm, er gibt der Mannschaft in der Abwehr absolute Sicherheit. Der GAK bleibt die spielbestimmende Mannschaft. Ramusch, man merkt es an allen Aktionen, die Sturmabwehrspieler attackieren etwas spät und da ist der Ball dann noch via Hand von Sidorczuk an die Querlatte geprallt und es gibt Eckball für den GAK. Ja, zwei Sturmspieler attackieren hier zu spät, Ramusch nicht ungefährlich, aus schrägem Winkel. Noch einmal, schöne Möglichkeit, völlig überraschend, ganz schräger Winkel, aber da war noch einmal Sidorczuk. Gustl Starek und Manager Svetic hier auf der Bank, auch für Gustl Starek das letzte Derby und dann gibt es teilweise auch rassige, backende Zweikämpfe, wie man sie in einem Derby einfach gewohnt ist. Schiedsrichter Sedlacek, aber ein sehr umsichtiger, guter Spielleiter. Zweikampf hier, Dove, bleibt hier Sieger, das recht geschickt gemacht. Jens Dove den Sturm unbedingt weiter verpflichten möchte. Noch ist der Ball nicht restlos weg. Und eine dicke Zigarre hat sich Harald Fischl hier heute zugelegt. Aber immerhin, 90 Minuten sind lang in einem Derby. Könnte sich gerade für eine Zigarrenlänge ausgehen, so ein Derby. Und Sturm kommt jetzt besser ins Spiel. Versucht jetzt etwas mehr auch über die Flanken zu spielen, was in der Anfangsphase vernachlässigt wurde. Hier wieder Vastic, schauen Sie, wie er den Ball geschickt abdeckt und da bleibt seinen Gegenspieler einfach nichts anderes übrig als ein Foul. Hier wird Prilasnik bei einem Zweikampf gestoppt. Vastic und wieder Kopfballmöglichkeit, jetzt war es der aufgerückte Milanic. Also die besten Möglichkeiten für Sturm in der ersten Hälfte, zweimal nach Freistößen mittels Kopfbällen. Vastic zur Mitte und da ist Milanic auch völlig frei, aber genau in die Flugbahn von Manninger. Und hier erklärt Sturmpräsident Hannes Kartnick seinem möglichen neuen Star Jan-Peter Martens von Roda Kerkrade, der neben ihm sitzt, wie er, glaube ich, in Zukunft zu spielen hat. Ein flottes Spiel, durchaus ansprechendes Tempo. Ich habe schon gesagt, man hat Glück gehabt, es war nicht so heiß wie befürchtet und vor allem nicht so heiß wie in den letzten Tagen. Ein offenes Spiel. Und da ärgert sich Muschek, denn Schiedsrichter Sedlacek zeigt ihm hier die gelbe Karte. Aber er ist in den Rücken von Vastic gesprungen und in die Attacke von rückwärts ist international ebenso mit Gelb zu ahnden. Kein Grund zur Aufregung, ich habe schon einmal gesagt, der Schiedsrichter war ein durchaus guter Spielleiter in diesem Grazer Stadtderby. Und immer wieder lösen sich die GAK-Spieler etwas schneller. Ein bisschen Ballglück hier für den quirligen Ramusch. Da kommt Cech an den Ball. In der Mitte ist Wieger, noch immer Cech. Gibt hinein, da ist Wieger. Da wartet Zwierczewski, noch immer Wieger, Tor. Tor für den GAK in der 34. Minute. Gut gemacht, geschickt gemacht von Wieger, der schon viele Tormöglichkeiten in den letzten Wochen ausgelassen hat. Aber gerade dieses Tor, ein ganz wichtiges Tor für Herbert Wieger. Er erzielt damit das zweite von drei Derby-Toren des GAK bisher in dieser Saison. Schauen Sie hier, Bosch zögert etwas und auch Zwierczewski kommt nicht an den Ball, denn Wieger deckt ihn ganz geschickt ab und Sidorczuk läuft hinaus, aber den Bruchteil einer Sekunde ist hier Wieger schneller. Noch einmal, Wieger hat genau geschaut und geschickt den Ball abgedeckt. Klasse Tor von Wieger, clever gemacht. Auch ein Jalpass von Cech, genau in den freien Raum, Wieger richtig gestartet, kein Abseits. Und der GAK führt nicht ganz unverdient in der ersten Spielhälfte mit 1:0. Ja, und Herbert Prohaska kann heute einige Teamkandidaten für das Lettland-Länderspiel beobachten. Ramusch, Vastic vor allem und möglicherweise auch Melik, der ja auch zum größeren Kader des Nationalteams gehört.
Mit vereinten Kräften hat mir ausgeholfen. 1:0, der Stand nach den ersten 45 Minuten. Ein etwas stärkerer GRK führt also nicht ganz unverdient und die GRK-Fans sind zufrieden. Die Erfolgsserie des GRK scheint weiterzugehen. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte einige Erklärungen zwischen Osim und Kapitän Vastic über neue Taktik für die zweite Spielhälfte und Osim hat auch umgestellt. Gruber ins Spiel gebracht und vor allem Rheinmeier. Man war überrascht, dass Rheinmeier am Anfang nicht gespielt hat. Osim etwas vorsichtig, etwas defensiv mit seinem Konzept der ersten 45 Minuten. Hürk und Bosch blieben in der Kabine und gleich macht Sturm Druck. Gruber. Doppelpassspiel, noch immer Gruber, Riesenchance zum Ausgleich und er scheitert am glänzenden Tormann Manninger. Noch einmal hier, unmittelbar nach Wiederbeginn. Und abgewehrt hat hier noch einmal in letzter Sekunde der ganz ausgezeichnete Tormann Manninger. Und die Antwort von Gustl Starek auf den Offensivdrang von Sturm ist ein Offensivmann Sabitzer. Ob es die richtige Entscheidung war, werden die nächsten Minuten beweisen. Tobe. Und wieder Freistoß für Sturm. Ja, da hat man mit vereinten Kräften Ivica Vastic gehalten. Da hat auch einmal Straffner, der auch schon einige Male gegen ihn gespielt hat, ausgeholfen. Ja, Vastic ist wirklich nicht so leicht unter Beweis und Karadell zu stellen. Und da zeigt auch Sedlacek, dass er durchaus mit dem Ball umgehen kann. Der Ball ist in Luft ausgegangen, ein souveräner, ein sauberer Abschlag vom Schiedsrichter. Und die Sturmfans wachen auf. Sie wittern, dass in diesem Spiel noch nicht alles verloren ist. Freistoß, abgewehrt wieder von Manninger. Toller Freistoß, aber wieder eine Glanzparade von Manninger. Wuchtiger Freistoß und hervorragend gehalten. Ja, innerhalb weniger Monate ist dieser Manninger wirklich zu einem Klassetormann geworden. Ja, die Zigarre ist noch immer relativ lang, was da schon die zweite in diesem Spiel. Und da springt Hopfer nach einer guten Möglichkeit der Ball viel zu weit weg. Gleich danach wieder Sturm. Ja, jetzt spielt momentan nur eine Mannschaft und das ist Sturm. Über Gruber. Gruber, jetzt könnte er schießen. Ja, aber dann schießt er schlecht und weit am Tor vorbei. Ja, da geht's hin. Aber das weiß er selber. Und es ist schon zum aus der Haut fahren und zum Haare zerraufen. Ivica Osim verzweifelt schon auf der Bank. Tolle Chancen, aber der GRK führt mit 1:0. Aber der GRK bringt den Ball einfach jetzt aus der eigenen Hälfte nicht heraus. Sturm bleibt die tonangebende Mannschaft. Hopfer, noch eine Chance und Tor. Ausgleich, 67. Minute. Jetzt ist der Knoten geplatzt, hat lange gedauert, durchaus verdient nach dem Spielverlauf. Der Ausgleich jetzt zum 1:1. Hopfer, der Sabitzer, der da hier hinten herumirrt, aber nicht attackiert hat, der eigentlich nicht recht gewusst hat, welche Position er eigentlich hier einnehmen soll, stellt sich eigentlich heraus, dass seine Einwechslung eigentlich in diesem Zeitpunkt ein Fehler war und die Sturmspieler, sie freuen sich über das Tor von Hopfer zum längst verdienten Ausgleich zum 1:1. Ja, und da kann auch wieder lachen, der Hannes Kartnick. Da ist ihm jetzt ein Stein vom Herzen gefallen. Wieder Sturm, Rheinmeier. Vastic. Ja, und wieder ist Manninger der Sieger im Duell gegen zwei Sturmspieler. Noch einmal, die Lupe. Kurz abgewehrt. Ja, und Herrgott, noch einmal, das wär's doch gewesen. Ja, die Präsidenten leiden heute auf der Tribüne. Die beiden scheinen hingegen mit dem Unentschieden zufrieden zu sein. Die freuen sich schon, dass es bald vorbei ist. Noch 3 Minuten zu spielen. Aber der GRK wird in der Schlussphase noch einmal munter. Kommt plötzlich wieder zu Chancen, kurz abgewehrt von Sierdorczuk, Ramusch und der Kopfball aber dann doch klar am Tor vorbei. Aber so ist es ja immer, man spielt auf ein Tor, aber läuft dann doch Gefahr, einen Konter einzufahren. Aber Sierdorczuk hat hier aufgepasst beim ersten Mal und dann geht der Kopfball vorbei. Wo ist jetzt die Zigarre eigentlich? Auch die zweite schon verbraucht? Schlussminute, Tove. Noch einmal, energisch antritt, auf der linken Seite, Vastic, Schuss abgewehrt von Manninger und Rheinmeier lässt den Matchball aus. Sie werden es in der Lupe sehen, es war fast eine Kunst hier vorbeizuschießen und er kann das Glück gar nicht fassen, dass dieser Ball nicht ins Tor gegangen ist. Zunächst einmal der Schuss von Ivica Vastic, der noch mit dem Fuß von Manninger abgewehrt wird.
Und wir sehen es in der zweiten Lupe dann, wie knapp der Ball von Rheinmeier am Tor vorbeigeht. Manninger war schon geschlagen und der Ball streift noch den Pfosten und geht am Tor vorbei. Er weiß, dass er hier den Matchball ausgelassen hat. So endet dieses Derby wie die übrigen 3:1. Ja, ist wirklich eine beachtliche Serie. 4 Derbys, 4 Unentschieden. Und zu solch einem Spiel gibt es natürlich sicherlich noch einiges zu sagen. Deshalb schalten wir gleich noch einmal nach Graz zu Robert Seger und zum Nachspiel. So, willkommen in unserem Ministudio im Casino-Stadion. Bei mir die beiden Präsidenten, die heute auch eine wesentliche Rolle gespielt haben. Gibt es das Shake-Hand jetzt nach dem Spiel hier? Unentschieden 1:1, zweimal 0:0, einmal 2:2, einmal 1:1. Damit war es kein Teufelstanz, den Sie angekündigt haben. Und ja, die Nummer 1 von Graz, die wird erst am 9. Juli ermittelt, im Arnold Schwarzenegger-Stadion. Herr Präsident Fischl, ne? Ich sehe das schon ein bisschen anders, denn immerhin haben wir bald 8 Jahre nicht verloren gegen Sturm Graz. Aber heuer auch nie gewonnen. Wiewohl wir aber wissen, dass die also ein fast doppelt so hohes Budget haben wie wir, und ich kann ganz zufrieden sein mit der Leistung meiner Mannschaft und der Punkt geht in Ordnung. Herr Präsident Katnick, Ihre Replik darauf? Naja, wir wissen, dass wir uns gegen GRK schwer tun. Die letzten 2 Davis haben uns die Schiedsrichter eigentlich, haben dem GRK geholfen, weil die Schiedsrichter mitgetan haben. Diesmal haben wir die Chancen nicht verwertet, man hat sie gesehen und somit die Punkteteilung korrekt. Spaß beiseite, will ich zurückkommen auf einen Satz, den Sie heute schon einmal gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie haben schon Meldezettel ausgeführt für das Arnold Schwarzenegger Stadion. Wird das die neue Kurve? Das wird sicherlich die neue Kurve, weil wir haben schon so viele Dauerkarten verkauft und ich hoffe, dass noch mehr kommen, und Sturm wird sicher was Tolles bieten in diesem Stadion. Bevor wir uns mit dem heutigen Spiel hier mit dem Präsidenten noch beschäftigen, wollen wir uns anhören, was zu diesem Spiel allgemein von Trainern und Spielern zu sagen war. Hören wir zunächst einmal Sturmtrainer Ivica Osim. Irgendwo etwas stimmt nicht. Das ist schon komplex möglicherweise, aber ich glaube, das, was wir haben, in besonders der zweiten Halbzeit gezeigt, dass wir haben diesen Sieg verdient. Aber okay, Fußball ist so. Einmal Schiedsrichter, einmal Torwart, aber Torwart gehört dazu auch. Ihr wichtigster Spiel in der zweiten Halbzeit war Alexander Manninger. Er hat heute wieder eine super Leistung geboten, so möchte ich ihn sehen, und man merkt ja, vorige Woche hat er einen kleinen Fehler gemacht, dieser Junge kompensiert die Fehler sofort im nächsten Spiel, das wird noch ein klasse Tormann. Ein Teamkollege aus dem Unter-21-Kader hat den Ausgleich für Sturm geschossen, tut das besonders weh? Na, bei dem Tor muss ich sagen, tut es nicht weh, es war ein Traumtor, ich glaube, es ist Tor des Monats reif, ich vergunst den Wohlfall und man muss mit dem 1:1 zufrieden sein. Ja gut, der Alex, der Manninger, also wir spielen zusammen im 21er-Team. Wir waren immer zusammen, sind gute Freunde, und das ist natürlich ein super Gefühl, wenn man einen guten Freund ein Tor schießt. Ne? Es war sehr überlegt gemacht, das war eigentlich ein Tor, normalerweise Marke Ivica Vastic. Ja, wir haben uns den Ball erkämpft, ein kleiner Abwehrfehler von der Verteidigung vom GRK. Der Hannes Rheinmeier hat mir den Ball ideal hergespielt und ich war dort eigentlich allein. Habe einfach draufgehalten aufs lange Eck und habe ihn super getroffen. Ne? Ganz zufrieden waren die Präsidenten heute mit ihren Trainern nicht, denn Hannes Katnick, für Sie wurde etwas zu vorsichtig begonnen. Nein, nicht zufrieden mit meinem Trainer. Sie waren vorsichtig, damit er ewig ein Fan. Nein, ich bin ein Fan von meinem Trainer, der ist für mich nach wie vor der beste Mann in Österreich. Er hat die Taktik richtig angelegt. Wir wussten, GRK wird schwer, und GRK hat gegen Rapid eine sehr gute Partie gespielt. Also musste er defensiv beginnen. Also ich war mit meinem Trainer sehr zufrieden. Harald Fischl. Ja, ich denke. Jetzt sagen Sie aber ehrlich, was Sie zum Sabitzer gesagt haben. Ich sage ganz offen, der Austausch Sabitzer ins Mittelfeld, das wäre nicht einmal mir eingefallen. Und ich kenne mich bei Gott nicht gut aus im Fußball, wie manche immer wieder sagen. Aber das war natürlich ein grober Fehler, und man hatte gesehen, ab diesem Moment ist das Spiel des GRK völlig gekippt. War das die Entscheidung für Sie? Ich denke wohl. Andererseits muss man schon auch hier die Entscheidung ein bisschen in Schutz nehmen, denn Muschek hatte bereits die gelbe Karte, das heißt, beim nächsten Fall wäre wahrscheinlich rot gekommen. Nur hätte ich einen Defensivmann gebracht, eher als einen Stürmer im Mittelfeld, der noch dazu verletzt war, lange Zeit, und dem Erfordernis der läuferischen Qualität einfach nicht nachkommen kann. So, jetzt wollen wir uns natürlich auch entscheidende Szenen aus diesem Spiel anschauen. So, zunächst einmal 34. Minute, das war die Minute, in der der GRK nicht unverdient in Führung gegangen ist.
können wir natürlich zu diesen Szenen auch dazu reden. Ich muss sagen, das hat Cech zunächst einmal geschickt, macht ein bisschen Ballglück war schon dabei, oder? Ja, die Flanke war halt krass. Also dann hinein und der Wieger macht das perfekt. Und für sich wundert mich das, weil der Wieger eigentlich Mann gegen Mann nicht so stark ist. Ja, aber da hat er den Ball unglaublich geschickt abgedeckt. Sehr perfekt. Wenn man das Gefühl gehabt, Herr Gartnick, dass Sie dort schon, man wird Sie sehen, traut sich nicht richtig attackieren, damit es keinen Elfmeter gibt. Damit es keinen Elfmeter gibt, aber es war der Bosch, ist auch schlecht gestanden. Und das Pech war, dass von Martin Hinn einfach der Ball zum anderen Gegner kommt. Ja, das war ein Pressball, ne? Und vorher schon beim Chili Brilasnik, das ist eine Glücksszene gewesen, aber das passiert halt im Fußball. Aber clever gemacht von Wieger? Nein, zuerst habe ich geglaubt, der Dortmund war schuld, aber jetzt sehe ich, dass er da nichts dafür kann. Also anerkennt man dieses Tor ausfertig. Dann haben Sie natürlich schon gebankt, das hat lange gedauert, bis der Ausgleich gefallen ist. Viele gute Chancen vergeben, gell? Wir waren ja in der zweiten Halbzeit spielerisch eindeutig die bessere Mannschaft und wenn man solche Chancen vergibt, das ist ein Wahnsinn. Und ich denke an Gruber und Rheinmeier und... Aber der Youngster hat sich gerettet, 67. Minute. Hopfers Tor zum 1:1. Den Ball nicht mehr weggebracht. Man sieht schon, vorher hat man es besser gesehen, da ist auf der linken Seite der Fehler gemacht worden von Gernot Zick und dadurch hat sich der Ball nach hinten verlagert. Das, und der Sabitzer hat natürlich nicht gewusst, wo er hin soll. Er wird noch, unser Youngster wird noch ein ganz, ganz großer Spieler, bin ich überzeugt. Er hat sich ausgezahlt, doch ein bisschen wieder auf die Jugend zu schauen. Wir müssen mit der Jugend arbeiten und dann ist Sturm wieder eine Macht in Österreich. Ja, und den Matchball, den hat dann auch ein Sturmspieler am Fuß gehabt. Ja, ich... 89. Minute, wir können es einspielen. Der Hannes. Ist ein super Spieler, wenn man sieht. Bleibt das? Er muss bleiben, weil der Mann kann Fußball spielen und so getraut wie er Graz. Und du triffst das Tor nicht. Der Hannes Rheinmeier ist ein sehr guter Spieler. Also da muss ich eins dazu sagen. Angeblich ist der GAK auch an Rheinmeier interessiert. Ja, den kriegen sie nicht. Weil sie sagen, den kannst du behalten. Naja, nachdem sie sehen, dass er Sabitzer bei uns schon Mittelfeld spielt. Hoffentlich gehört dazu, jetzt der Hannes, dann sieht er gleich, was der Präsident über ihn sagt. Also, Emotionen bleiben auch nach dem vierten Derby dieser Saison geweckt. Es gibt keinen Sieger, einmal 2:2, zweimal 0:0, einmal 1:1. Das heißt, 9. Juli, Arnold Schwarzenegger Stadion, auf ein neues, wer ist die Nummer 1 in Graz? Da werden wir gleich beginnen, da werden wir diesmal anschauen, weil das neue Stadion, Schönheit gehört zur Stunde. Die nächsten 8 Jahre. Okay, gut, das war's aus Graz, Dankeschön, zurück nach Wien. Danke vielmals an die Runde im Grazer Stadion. Wir freuen uns schon auf die Derbys im nächsten Jahr. Wir sind damit bei den Ergebnissen dieser Runde und schauen wir uns die noch einmal geschlossen an. Tirol, FC Linz 2:0, Austria Admira Wacker 2:1, Salzburg Ried 4:2, GRK Sturm 1:1 und LASS gegen Rapid heute Abend und wir bringen einen ausführlichen Bericht ab 23.30 Uhr in ORF 2 von diesem Spiel. Wir kommen zur Tabelle und da führt vorerst einmal Salzburg, Rapid noch ein Spiel weniger. Tirol Milch hat den dritten Platz, also den UEFA Cup, vorerst abgesichert. Austria überholt Ried und am Tabellenende unverändert der FC Linz und der SCN Admira Wacker. Die Torschützenliste, da führt natürlich noch immer René Wagner von Rapid, keine Frage. 19 Tore, dann Glieder mit 12, Janeschitz 11, Vastic 11. Und mit 10 Toren nicht nur Herwig Drechsel, sondern auch Kübauer, Oerlemans und Rosenegger. Und wir sind bei der Bilanz der Runde und bei der sind die Gestalter heute ein wenig verspielt. Er hat es also tatsächlich geschafft. Der tiefblaue Computer treibt dem genervten Schachweltmeister die Schamesröte ins Gesicht. Computerchips schlagen Gehirnzellen. Lieber Gari, nur zur Beruhigung. Es ist ja alles nur ein Spiel. Genauso wie Fußball. Hier ein kleiner Auszug der beliebtesten Spiele auf dem Rasen.